So, ja, wie im Titel schon sehen könnt, werde ich heute wieder Minecraft Chunk spielen. Heute Finale? Nee, noch nicht. Ich will das erst beim nächsten Mal machen. Ja, auf jeden Fall, was ich jetzt machen wollte, ich möchte mir erstmal so eine kleine Plattform hier hinbauen, damit ich so Enderman kriegen kann. Auf jeden Fall brauche ich hier das Endportal. Und dafür brauche ich ja diese Purpur Slabs, diesen Endstone-Schrott und so weiter. Und dafür brauche ich ja ein Stack und 20 Magenta Farbstoff. Dann brauche ich insgesamt 198 Dias, aber ich habe ja schon 11 Dia-Blöcke. Dann brauche ich noch anderthalb Stacks Glowstone-Blöcke und dann halt noch 11 Obsidian, um die Mitte halt zu befüllen. Mathe-LK. Ja, genau. Ich habe ja schon einen Endportalrahmen in der Kiste bekommen bei den Titan-Zombies. Deswegen brauche ich ja nicht 12 Endportale, sondern nur 11. Perfekt. Und jetzt haben wir den ganzen Mist hinter uns und deswegen brauche ich jetzt mega viele Enderperlen und Gears und so weiter. Auf jeden Fall will ich jetzt in den Nether gehen, um die Glowstones zu farmen. Versuche mit Behutsamkeit. Ach, stimmt, ja, das wollte ich auch. Das wollte ich ja machen. Ja, wow, jetzt kriege ich einfach Glück. Also ich kann ja eigentlich versuchen, sofort ein Level 30er Enchanter zu machen. Jetzt habe ich eigentlich drei Level verschwendet, aber ist ja auch egal. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Stimmt das? Ja, oh, sofort Behutsamkeit. Und Effizienz 4, cool. Glück des Jahrtausends. So, ich warte jetzt gerade mal ein bisschen die Nacht ab, um halt Enderman zu farmen. Weg mit euch. Monster, wollt ihr mal spawnen? Ich glaube, das Problem könnte jetzt sogar sein, dass hier unten so viele Monster spawnen, dass da halt nichts mehr spawnen kann. Also ich hätte damit gerechnet, dass hier ein bisschen mehr spawnt. Aber das ist so richtig komisch, wenn man sneakt. Dann ist die Hitbox immer so richtig klein und deswegen verschiebt sich das dann immer alles, was man bauen möchte. Also das mit den Endermans habe ich mir jetzt Enderman, Entschuldigung. Habe ich mir jetzt irgendwie anders verhofft, dass es anders besser funktioniert. Aber irgendwie will das hier nicht klappen. Aber ich kann ja durch die Skelette sogar viel Knochen farmen, fällt mir gerade auf. Ist ja auch was Gutes. Müsste es auch schon nach zwei, drei Endermans die Enderperlen schon haben, wegen der Plünderung. Und dann gehe ich jetzt gerade einfach mal kurz zum Nether. Von dort aus hole ich mir dann das ganze Zeug, was ich brauche, mit dem Glowstone und so weiter. Döp, döp, döp. So, ein Stack und 30, das reicht ja zum Glück. Ja, genau, ich brauche hier halt nur noch 7 Enderperlen, dann kann ich mir halt auch schon so eine Enderperlen-Farm machen. Ach ja, genau, wie viel spawnt denn jetzt hier drin? Ja, okay, wird das explodieren. Ja, genau. Dann mache ich doch einfach nur eine riesige Plattform hier hin, da werden dann schon ein paar Endermen spawnen. Ich habe halt Angst, dass da jetzt in der Ecke da hinten sogar schon ein bisschen Skelette spawnen können, die mich runterkicken und ich dann sterbe und ich dann meine komplette Rüstung verloren habe. Wenn das passiert, dann tschüss Leben. Kannst ja mal hingehen und Rückstoß 1000 Millionen benutzen. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Wie dumm das einfach aussieht. Das sieht einfach so bescheuert aus. Einfach so, tschüss, keine Lust mehr auf euch. Weg. Ja, ein Enderman. Oh Gott, war das dumm. Oh, als ob der... Oh, jetzt ist der dadurch kaputt gegangen, oder was? Ah, ich bin so schlecht. Nee, ich habe noch nicht mal eine Enderperle bekommen. Boah, noch mehr Geizigkeit geht einfach nicht. Ich mache jetzt mal hier diesen ganzen Schrott mit dem Knochenmehl, weil ich brauche ja hier die Blumen, die roten und die blauen. Und eins hiervon. Und dann habe ich das ganze Magenta-Farbstoff fertig. Weg. Wieso? Aber wie habe ich den denn da jetzt hitten können? Komm mal bitte her. Komm. Ja. So. Jetzt sind wir beide hier alleine. Ja, ich habe Plünderung 5 und krieg nur eine Enderperle raus. Ja. So. Endstäbe 36. So, das müssten ja alle sein, die ich brauche. Hoffentlich. Naja, dann gehe ich jetzt einfach mal gerade ein bisschen farmen.
Ich habe die Dias zusammen, ich habe die ganzen Endrods zusammen. Dann brauche ich ja jetzt nur noch die ganzen Enderperlen und dann bin ich ja eigentlich soweit, um das End zu bauen. Warum kriege ich denn immer nur eine Enderperle aus die raus? Ich habe doch Plünderung 5. Nehme ich jetzt gerade mal mein Schwert. Ja, wieder eine Enderperle. So, dann kann ich mir jetzt endlich mal so ein dummes Ender-Spawn-Ei machen. Ja, nach 3 Millionen Jahren. Wuhu. Warum spawnen denn jetzt hier so viele? Ja, ich krieg aus dem 4 Stück. Manno. So, jetzt ist hier wenigstens Enderman drin. Ja. Aber Achtung, Enderperlen im Ofen brauchen mega lange zum Braten. Oh ja, okay, dann mache ich vielleicht vergleichsweise viele Öfen. Aber wie viel Endstone brauche ich denn pro Teil? 33. Ah, das wird so lang dauern. Und dann die Enderperlen. So, 18 von den Teilen habe ich jetzt. Wenn ich die jetzt so mache, habe ich 36. Das reicht sogar schon aus. Ja. So, perfekt. Das. Jetzt kann ich mir die ganzen Endportalrahmen craften. Jetzt setze ich die Endportalrahmen. Hier einer, hier einer, hier einer. Da. Hier 3. Und... hier die 3. Und dann kommen hier die Enderaugen rein. Jetzt mache ich es noch so richtig spannend. Spannung. Ja, es hat funktioniert. Perfekt. Ja, so funktioniert es jetzt einfach. Cool, warum muss man in der Mitte stehen, um das Endportal zu öffnen? So, das war's denn jetzt vom Stream. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal Tschüss. Und beim nächsten Mal geht's dann in das heftige End. Seid gespannt drauf.